Ja, Freunde, was geht ab? Hier ist Khalid und herzlich willkommen nach einer sehr langen, also nicht so langen Zeit, mal wieder. Es sind einige Monate vergangen, dass auf dem Kanal hier nichts mehr kam. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich da sagen kann, wie ich das erklären soll. Und ja, wie ihr aber im Titel lesen könnt, ist es jetzt hier mal so ein echter Real Talk, keine Witze, kein gar nichts. Einfach nur mal Fakten, die ich mit euch teilen wollte. So. Also nicht wundern, wenn ich die ganze Zeit hier unten gucke. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und ja. Ich hatte die letzten Tage, seit jetzt FIFA draußen war, nachdem ich mir das ja gekauft habe, beim Lidl. Für 55 Euro habe ich mich so krass gefreut wie noch nie, dass ich endlich wieder hustlen kann in dieses Spiel. Ich habe mein Team, ich habe meine Coins. Ich hätte nie gedacht, dass es so einfach wird, an Coins zu kommen. Und ja, es sind jetzt leider mittlerweile 2,5 Wochen vergangen, wo das Gameplay einfach nur der größte Schrott ist. Und ihr merkt, worauf ich gerade hinaus will. Und zwar sind es jetzt die Server. So. Man kann so viel über die Server sagen, man kann so viel über Momentum, Scripting sagen, was auch immer. Aber es kann doch nicht einfach sein, dass ich jetzt wieder in der dritten Weekend League, genau wie in der ersten Weekend League, so krass reinscheiße, nur mit 5 Siegen, Alter. Ich stehe wieder negativ. Es kann einfach nicht sein, ich bin Gold 3, Gold 2 Spieler. Ja, für einige ist das vielleicht viel zu schlecht. Ja, das ist halt eine schlechte Bilanz vielleicht, aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich spiele jetzt FUT Champions seit FIFA 19, jetzt so richtig. Und ich mache es jetzt seit 2,5 Jahren mit. Und ich muss sagen, ich finde, ich habe meine Verbesserungen jetzt da. Und ich will meine Verbesserungen weiter fortfahren. Aber es kann doch nicht sein, dass ich jetzt immer noch bei so einem schlechten Konverbindung oder Serververbindung von mir aus immer noch so hart reinscheiße. Ich habe die letzte Woche Gold 3 geholt, davor die Woche Silber 1 und ich muss wieder um Silber 1 schwitzen. Wieder. Ich weiß ganz genau, ich bin mir zu 1000%ig sicher, dass ich Gold 3, sogar Gold 2 Spieler sein kann. Ich habe schon 3, 4 Mal Gold 2 geholt in FIFA 20. So. Und ich bin mir zu 1000%ig sicher, dass sogar noch viel, viel mehr drin ist. Wenn ich mir so richtig den Arsch aufreiße, was ich auch getan habe. Aber es geht einfach nicht. Ihr merkt gerade den Frust, was ich hier gerade für einen Frust habe. Ah, doppelt gemoppelt. So. Ja. Kommen wir zu den Formationen. Ich habe jede einzelne Formation auch versucht anzuwählen. Ich habe Pressing nach Ballverlust gemacht. Ich habe Druck nach Fehlern gemacht. Ausgeglichen hat letztes Jahr sehr gut geklappt, also beides ausgeglichen, also hinten, also Defensive vorne. Aber Digga, ich finde keine Formation, die wirklich mal wirklich so krass hilft. Ich habe Elite-Spieler gefragt, die sagen selber noch, ja, sind noch am gucken, aber die müssen halt immer switchen in-game zwischen ausgeglichen und Pressing nach Ballverlust, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hatte so krasse Sachen geplant, die ich einfach auch hier hochladen wollte. Aber ich habe keinen Bock mehr, die Sachen hochzuladen. Die Laune und die Enttäuschung ist einfach groß. Ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Riesenanker von mir aus AIDA-Schiff, der runtergesunken ist. Und wisst ihr, wie schwer das ist, wieder den hochzuheben? Gar keinen Bock. So habe ich gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock. So tief ist die Enttäuschung bei mir gerade. So. Ja. Was soll ich sagen? Ich wollte mir unbedingt jetzt ein Coaching auch ebenfalls holen, damit ich noch vielleicht noch ein bisschen besser werde. Aber für mich lohnt sich kein Coaching, weil ich ganz genau weiß, dass ich wieder Probleme in Game habe wegen diesem verkackten Internet, also wegen dem Server. Und ja, ich habe gar nicht vorher angesprochen, was die beiden hier mit zu tun haben. Das sind meine 2 Workouts, aber das ist nebenbei. Könnt ihr nochmal gerne im Stream fragen, wenn ihr möchtet.
Ja, es kann einfach nicht sein, Freunde. Es kann wirklich nicht sein. Ich habe fast 60 € für dieses Spiel bezahlt und ich komme mir einfach nur verarscht vor in diesem Game. Wisst ihr, was ich meine? Und man kann halt noch so viel darüber reden. Viele kaufen sich das ja eigentlich nur wegen Karrieremodus auch, was ja auch mega Spaß macht, finde ich. Übrigens zocke ich auch Karrieremodus, nur so nebenbei. Und von mir aus auch Season Mode, also auch online, aber mit normalen Mannschaften, die in der Liga spielen. Und ja, es kann einfach nicht sein. Ich bin halt mega, mega enttäuscht über dieses Gameplay. Und es kann einfach nicht sein, dass es immer noch Probleme gibt bei so einem multireichen Konzern. So. Ich hatte mir schon überlegt, vor der Türe hier in Köln, bei ihnen vor die Türe mal zu stehen und mal da zu demonstrieren. Aber das sind ja nur normale Mitarbeiter. Das sind ja keine Mitarbeiter, wo du auch einen riesen Fußballplatz daneben hast, wie in Vancouver. Ist aber auch Quatsch mit Soße. So. Auf jeden Fall, Freunde, ich bin leidenschaftlicher FIFA-Spieler. Vielleicht fragen sich einige, warum du immer noch dieses Spiel spielst. Ich kann es ganz einfach erklären. Es ist eine Hassliebe da. Wir hassen dieses Spiel, wenn dieses Spiel nicht funktioniert. Aber wir lieben dieses Spiel, weil es keine Alternative gibt. Okay? Es gibt keine Alternative. Natürlich macht es Bock, mal dieses Spiel oder dieses Spiel zu spielen. Gar kein Thema. Aber FIFA ist Hauptcontent Nummer 1. Deswegen nenne ich mich Kölsch FIFA, wie das Trikot hier. So. Ganz einfaches Ergebnis, Beispiel, was auch Erklärung. So. Ich spiele FIFA schon seit 99. Mein Bruder sei Dank, er hat mir das gezeigt. Danke dir nochmal, falls du das hier sehen wirst. FIFA 9, kann auch sein, dass er was schon vorher FIFA gezockt hat. Mein erstes FIFA war FIFA 99. Und ich habe es bis 2014 gezockt. So, dann kam eine riesen Pause und habe dann 2019 weitergemacht. 2017 gab es ja dieses Food Champions Ding, hat ja alles angefangen, aber da kannst du das noch nicht so. Aber 2019 bin ich reingekommen und das hat mega Bock gemacht, Freunde. Ich muss sagen, selbst wenn ich anfangs total reingeschissen habe, hat es richtig, richtig Bock gemacht. Und ja, trotzdem liegt uns was in dem Weg. Ihr merkt, mir fehlen die Worte. Uns steht was im Weg, und zwar sind das die verkackten Server. Sorry, falls ich das so in fikale Sprache sage. Es ist einfach nur zum Heulen, zum Kotzen, dass ich wieder um die kleinsten Ränge spielen muss, während andere Elite 3, Gold 1, Elite 2, Elite 1 holen. Natürlich ist das nochmal ein ganz anderes Level, Elite zu holen. Man hat ganz andere Einstellungen. Man geht komplett mit ganz anderen Einstellungen in das Spiel rein. Man hat schon jahrelanges Gameplay drin. Ist ja auch alles verständlich. Und ja, ich habe ja bis heute ja keine Pause gemacht seit FIFA 19. So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe durchgezogen bis zum geht nicht mehr. Also mit Gameplay, also mit Weekend League mäßig, als jedes Wochenende halt immer, war ich halt immer am Spielen. So, was soll ich da noch großartig dazu sagen? Ich bin einfach nur enttäuscht, frustriert und ich kann nur hoffen, dass irgendwann mal was draus wird, was aber viele immer noch nicht glauben zu schenken. Aber wir, die Kleineren, die gerade hier diese Videos machen, haben halt kein riesengroßes Megafon, was auf der anderen Seite gehört wird. Man hat halt gefühlt 10.000 Gamechanger in diesem Player-System drin, die aber Kontakt zu den Managern haben, wo aber gefühlt gar nichts mehr wieder zurückkommt. So. Was soll man da noch großartig erwarten? Wenn natürlich Game Changer haben ihre Vorteile, die können Events rein, das rein, dies rein, was auch immer. Aber dazu gehört auch der Kontakt und die Pflege zur kleineren Community. Europa ist auch ein riesengroßer Player. Und da kann man einfach nicht den Käse drüber streuen, auf gut Deutsch gesagt, ne?
geht halt schon ziemlich hart auf die Niere bei diesem Saftladen. Aber was soll ich noch großartig dazu sagen? Ich muss mich halt nicht immer wiederholen. Ich hatte mega, mega Bock auf dieses Spiel, aber es sind keine 3 Wochen vergangen. Und schon fuckt dieses Spiel wieder ab mit diesem verkackten Internet, mit dieser verkackten Servern. Und ja, ich habe halt viele Kollegen, die Elite zocken, Gold 1 spielen. Aber mich würde es dennoch freuen, wenn es immer einige mehr kommen und vielleicht mir noch mal helfen könnten, wenn ihr Bock habt. Und ja, ist aber auch kein Muss. Ich würde auch gern zahlen für das Coaching, ist ja kein Thema. Ja, auf jeden Fall das dazu. Ja, Freunde, was soll ich noch großartig sagen? Ich hatte eigentlich Bock, einige Sachen hier hochzuladen. Ich habe die Rewards aufgenommen. Ich habe hier die ersten Web-App-Sachen aufgenommen, aber ich hatte einfach keinen Bock, weil das Spiel mich wieder auf den Boden gebracht hat. So groß war die Enttäuschung. So, wisst ihr, was ich meine? Freunde, ich würde sagen, ich habe die wichtigsten Punkte hier erwähnt. Vielleicht findet jemand hier die Nadel im Heuhaufen. Ich wünsche, es würde, die finden das auch bei den anderen Größen, was ich aber nicht denke, aber ich kann nur hoffen und beten zu Gott, dass es irgendwann mal vielleicht was wird. Freunde, ich bin draußen. Wie es in Zukunft hier sein wird, will ich nichts versprechen. Ich will halt nur machen, worauf ich Bock habe. Ich will halt das machen, worauf ich Bock habe. Und ja, ist halt ein bisschen jetzt ungewohnt für dieses erste Real Talk Video. Kann sein, dass es nicht das erste und auch nicht das letzte sein wird. Wobei das erste schon nicht das letzte sein wird. Ja, von daher wisst ihr jetzt Bescheid. Freunde, ich bin draußen. Falls ihr es bis hierhin ausgehalten habt, danke ich euch. Ihr seid jetzt erlöst. Und wir sehen uns. Macht's gut. Haut rein und ciao.